Ich war dieses Jahr wieder bei Tomorrowland und ich will euch zeigen, dass man einfach nur mit einem iPhone dort auch richtig coole Bilder machen kann. Dieses Jahr war ich mal bei Tomorrowland ganz ohne Gruppe unterwegs und habe mir dadurch ein bisschen mehr Zeit genommen, mal ein paar Bilder zu machen. Und ich war natürlich bei unterschiedlichen Stages und dort habe ich dann geguckt, was ich so hinbekommen kann. Klar, ich habe jetzt nicht meine ganze Zeit verwendet, nur um dort Bilder zu machen, habe natürlich auch die Zeit dort genossen, aber ich will euch trotzdem zeigen, was man so für Ergebnisse hinbekommen kann. Einer der Stages ist die Core Stage. Das ist eine Stage, die hat so einen relativ großen Kopf und in der Mitte ist eine Leinwand. Und ich habe bei vielen verschiedenen Bühnen probiert, natürlich auch bei Tag sowie bei Nacht Bilder zu machen. Eine weitere Stage war die Planaxis Stage und das Hauptthema dort war im Endeffekt ein Unterwasser-Theme und der Hauptpart der Bühne war eine große Muschel. Und ich habe natürlich dann auch versucht, wenn ich dann von der einen Stage zur nächsten gegangen bin, da zwischendrin dann auch teilweise manchmal Bilder zu machen und das dann natürlich auch wieder zu verschiedenen Tageszeiten. Dann war ich zum Beispiel noch bei der Freedom Stage, da habe ich dann auch versucht, einmal sozusagen von unten die Bilder zu machen, aber auch, da konnte man seitlich hochgehen und dann habe ich dann von oben versucht, nach unten zu fotografieren und da dann auch nochmal ein paar Aufnahmen hinzubekommen. Und was bei der Freedom Stage ganz cool ist, da sind dann oben an der Decke beweglich dann auch noch Schmetterlinge und die habe ich dann auch versucht, noch mehrfach in verschiedenen Variationen, weil die natürlich auch LEDs drin hatten, dann davon auch nochmal Bilder zu machen. Dann ist mir ja ein Bild noch im Kopf geblieben auf jeden Fall. Und zwar bei der Library Stage bin ich hingegangen und da war dann schon langsam, dass die Sonne untergegangen ist. Und ich fand das Backlight in dem Moment ganz cool. Und dann war das noch zufällig, dass dann eine Frau bei jemandem auf den Schultern war und da dann am Feiern war. Welche Bühne natürlich auch immer sehr interessant ist, ist die Rose Garden Stage. Und die hat im Endeffekt einen richtig großen Drachen da. Und da habe ich dann auch versucht, aus verschiedenen Perspektiven Bilder davon zu machen, aber natürlich auch wieder bei Tag und bei Nacht. Und bei Tomorrowland gibt es natürlich auch noch die Main Stage. Die war dieses Jahr sehr detailliert, aber ich fand, der Nachteil war, dass man, wenn man weiter weg war, zumindest auf Bildern, nicht so gut erkennen konnte. Also das war irgendwie zu, ich sag mal einfach so zu geklattert. Also da war zu viel und da hat so ein bisschen, fand ich, Struktur gefehlt. Wenn man näher dran gegangen ist, dann hat man die ganzen Details gesehen. Das war cool. Und was auch noch zu sehen war, aber das war dann erst abends, war die Blüte, die dann aufgegangen ist.
Insgesamt kann ich jetzt noch zu den Bildern sagen, dass ich die einfach in RAW aufgenommen habe und dann später noch ein bisschen bearbeitet in Capture One, hauptsächlich Grain reingemacht und leicht die Farben angepasst, sodass es so ein bisschen für mich so einen leichten analogen Stil hat. Und ich finde, bei der Bildbearbeitung kann man schon viel so seinen eigenen Look drauf machen. Dann kommt es gar nicht so krass drauf an, mit welcher Kamera das Bild entstanden ist. Wenn ihr jetzt natürlich zu den Bildern noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und wenn ihr natürlich mehr Videos sehen wollt, drückt gerne unten auf Abonnieren.